Ei, meine Güte. Na, wollt ihr nicht essen? Joghurt mit drin, das schmeckt lecker, komm. Oh mein Gott. Ich sag's euch. Puh, das ist so anstrengend. Die Sonne geht unter. Oh, ist das schön. Ich muss mal hier draufstellen, da kann man es besser sehen. Nochmal einmal drauf. Auf den Tisch. Guck mal. Richtig schön. Oh mein Gott, ist das schön. Herrlich. Ja, aber wir wollen ja die Hunde angucken. Leute, ich bin kaputt. Ich habe nämlich eben ausgebessert, der Gärtner hat die Tür abgesichert. Aber da war ich nicht ganz so mit zufrieden. Also da musste ich nacharbeiten. Deswegen habe ich da nochmal jetzt eine halbe Stunde gebohrt und gemacht und gesägt und hast du nicht gesehen. Jetzt hoffe ich, dass das gleich die Probe hier aufs Exempel besteht und Pascha da nicht durchkommt. Wir werden sehen. Ich habe Joghurt mit reingemischt, deswegen essen die so eigenartig. Der Joghurt liegt ganz unten und die versuchen natürlich jetzt den Joghurt als erstes zu essen. Darüber habe ich das Futter. Ist auch so ein bisschen Joghurtsaft mit drin. Also alles, was das Hundeherz begehrt. Ja, Paschas Ding ist ein bisschen zu weit. Da muss ich noch reinmachen. Noch mal ein bisschen. Mache ich vielleicht gleich mal. Ist ein bisschen zu groß, leider. Das wird ihn stören. Also wenn das so locker rumschwabbelt, das ist sehr unangenehm. Das mache ich gleich noch mal ein Stück besser. Dann bin ich mal gespannt, was der junge Mann dazu zu sagen hat. Hier ist noch Holz, das will ich auch wegnehmen. Hier habe ich eben gesägt und das splittert. Das müssen die nicht unbedingt jetzt hier machen. Tür abschließen muss ich auch gleich noch. Hühner sind, glaube ich, endlich schlafen gegangen. Meine Güte, das war vielleicht ein Hühnergegacker heute. Wir hatten richtig Hunger. Guck mal, jetzt ist die Sonne schon fast untergegangen. Seht ihr, es geht immer richtig schnell hier. Sieht man sie kaum noch. Ja, und ich bin wieder mächtig spät heute. Egal, Hauptsache Hunde, alles sicher, ne? Das ist die Hauptsache. So, der junge Mann ist fertig. Nun lass ihr mal ihr Futter da. Du hast gegessen. Gesim, da ist nichts mehr. Der isst dir dein Essen weg. Naja, da ist wohl nicht mehr viel drin. Dann ist sie wohl satt, okay. Die puppelt hier auch schon rum, man hört's. Die muss mal. Pascha. So, nun komm, ich will mal gucken, was du jetzt da machst mit dem Holz da. Bonjour ist schon weg. Mal gucken, was sie dazu sagt. Na, junger Mann, geh mal los. Ich gehe hinterher. Die müssen aber erst mal. Gesagt. Du machst jetzt nicht neben dem Wasserhahn, ne? Ich kann ja da Bulami immer da oder ja bei sein. Geht oder ja? Ja, ach ja, geht. Na, von mir aus auch da. Guck, jetzt ist die Sonne schon weg. Geht richtig schnell hier, ein paar Sekunden fast immer nur. Ein bisschen sieht man sie noch. Gleich nach unten, natürlich. So,
Zeig ich mal her, was ist hier los? Ich bin nicht sicher, ob ich unten auch eine Platte hinmachen sollte, aber ich glaube, da kommt er nicht durch, ja, unten. Was passieren kann, ist, dass er das alles abreißt mit seinen Zähnen, was ich da dran genagelt habe. Mal hinsetzen, da war ein bisschen Sonne, sieht man noch, ist das nicht schön? Na, Pascha? Ich verwechsel dich jetzt immer mit Bonjuk mit dem Halsband. Ist das in Ordnung für dich? Ja, na, das freut mich ja. Das ist sehr schön. Komme ich nicht durch. Alles klar. Morgen früh müssen wir mal gucken. Inshallah. Ist morgen auch. Also diese eine Querlatte gefällt mir da nicht, aber das mache ich jetzt morgen. Ich gehe das Risiko ein, dass das abgeht. Mal nicht hoffen. Da könnte er noch durch. Aber ich habe echt keinen Bock mehr, ne? Da müsste aber auch schon echt lange dann. Nee, wird das schon nicht hinkriegen. Wo sind sie denn nur hin? Was hat er denn eigentlich mit meiner anderen, mit meinem anderen Ding gemacht? Oder das hier hat er wieder dran gehängt, okay. Ja, wenn da sowas Leckeres wie Joghurt drin ist, ne, dann kriegt er nicht genug.